Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, möchte Ihnen einen kurzen Überblick über Quellen aus dem Wiener Universitätsarchiv geben. Es ist ja nämlich so, dass die wissenschaftsgeschichtliche Forschung neben allgemeinen sozioökonomischen, politischen Faktoren auch Institutionengeschichte betreiben soll und auch die innerhalb dieser Institutionen wirkenden Persönlichkeiten bearbeiten soll. Das heißt, ich möchte meinen Vortrag insbesondere auf biografisch relevante Quellen aus unseren Beständen konzentrieren. Und zwar möchte ich mich auf den Zeitraum etwa zwischen 1849, der Reform, die dieser Herr, Leo Graf Thun Hohenstein, durchgeführt hat, und dem Ersten Weltkrieg konzentrieren. Warum dies? Weil in diesem Zeitraum vor allem bei Biografien von Naturwissenschaftlern erhebliche Lücken oder auch Fehler, die unbedingt zu korrigieren sind, durch die historische Forschung auftreten. Sie wissen, dass nach deutschem, insbesondere preußischem Vorbild im Jahre 1849 nach der großen 48er Revolution die Universitäten in Österreich von Grund auf neu gestaltet wurden, insbesondere die philosophischen Fakultäten, die vor dem bloß den Charakter eines Propedeutikums, einer Art Vorschule für die drei höheren Fakultäten der Theologie, Jurisprudenz und Medizin hatten. Kurzum, aus dieser schulartigen, wenn ich so sagen darf, philosophischen Fakultät ist 1849 folgende eine echte Forschungsuniversität geworden, ein Vorgang, der innerhalb der philosophischen Fakultät zu einer Differenzierung in den Fächern geführt hat. Ich erinnere an die Geisteswissenschaften, wo die Germanistik mehr oder minder neu entstanden ist als eigene Wissenschaft. Auch die neuen Philologien der Anglistik und Romanistik und im Bereich der Naturwissenschaften etwa die Fächer Zoologie, auch Botanik und im Bereich der Erdwissenschaften, Geologie und Paläontologie. Für den biografisch Forschenden, das ist gar nicht da, ja, für den biografischen Forschenden ist zunächst einmal wichtig, die Matrikel, auch Rektorats- oder Hauptmatrikel genannt. Warum? Weil sie vom jeweiligen Rektor geführt wurde. An biografischen Materialien ist hier nicht allzu viel, wie Sie sehen, zu gewinnen. Es ist hier nur der Name des betreffenden Verzeichnet und die jeweilige Fakultät, an der er studiert hat. Ich habe Ihnen hier ein Beispiel von Franz Eduard Süß, dem Sohn des großen Geologen, gebracht, der sich hier in der Hauptmatrikel eingetragen hat. Bessere biografische Details finden Sie in den sogenannten Nationalien, Singular Nationale, ein Begriff aus dem 19. Jahrhundert. Nationale bedeutet in etwa so viel wie Pass- oder Ausweispapier. Und diese Nationalien sind ab dem Studienjahr 1850-51 geführt worden und enthalten wesentlich mehr biografisch relevante Details als die Hauptmatrikel. Diese Nationalien sind, wie Sie hier sehen können, zweigeteilt. Von Ihnen ausbetrachtet auf der linken Seite sind also biografische Details. Rechts sind die Vorlesungen, die der betreffende Studierende in dem Semester besuchen möchte, aufgezeichnet. Die Nationalien sind
Inskriptionsbögen, die in jedem Semester neu vom Studierenden eingereicht wurden im entsprechenden Dekanat und geben natürlich Auskunft auch über die Interessenslagen des Betreffenden. Man kann natürlich, wenn, das sei vielleicht erwähnt, ein Studierender mehrere Vorlesungen oder Übungen bei einem Professor absolviert hat, auch erkennen gewisse Lehrer-Schüler-Verhältnisse, die für die Wissenschaftsgeschichte natürlich von eminenter Bedeutung sind. Ich habe Ihnen hier ein Bild von Gustav Tschermak, dem wohl bedeutendsten Mineralogen der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, zumindest in Wien, aber wohl vielleicht sogar auch im gesamten deutschen Sprachraum gebracht. Wie Sie wissen, ist 1897 das Frauenstudium in Österreich an der Philosophischen Fakultät eingeführt worden. Wie wurden nun die Damen verzeichnet? Zunächst in einem Anhang zu den Nationalienbänden, weil am Anfang waren nicht sehr viele Studierende. Ab dem Wintersemester 1903-04 werden dann eigene Matrikelbände für die Damen angelegt und ab dem Jahr 1919, also gleich nach Beendigung des Ersten Weltkrieges, werden die Damen dann in alphabetischer Reihenfolge unter den männlichen Kommilitonen zu finden sein. Soweit die Quellen zur Studentenevidenz. Sie erkennen, dass anhand der Nationalien ein Studienverlauf durchaus bereits nachvollziehbar ist. Ich möchte nun aber auch Ihnen einige Quellen vorstellen, die zumindest für das philosophische Doktorat von Bedeutung sind. Als erstes die sogenannten rigorosen Protokolle. Sie wissen, beim Abschluss des philosophischen Doktorats waren strenge Prüfungen, rigorosen, erforderlich. Diese rigorosen Protokolle sind nicht uninteressant, sie verzeichnen auch den Namen des Prüflings, geben an den Titel der Dissertation und führen auch an die Prüfer des zweistündigen und einstündigen Rigorosums bzw. die Noten, die diese Prüfer vergeben haben. Auch hier habe ich ein Bild eines relativ prominenten Mannes. Es ist dies Rudolf Hörnes, einer der ersten namhaften Paläontologen an der Karl-Franzens-Universität Graz, der in hohem Maße verantwortlich dafür ist, dass sich die Deszendenztheorie des Charles Darwin auch in Österreich langsam aber sicher durchgesetzt hat. Zu den rigorosen Akten. Eine Spezialität allein der Philosophischen Fakultät resultiert aus einer Reform des philosophischen Doktoratstudiums, das im Oktober 1872 realisiert wurde. In diesen rigorosen Akten, sie bestehen, sagen wir so, vor allem aus zwei Teilen. Das eine ist ein eigenhändiges Curriculum vitae des Betreffenden. Auf die Bedeutung möchte ich insofern hinweisen, weil diese Curricula vitae oft die einzige Quelle über die Jugend- und Studienzeit des Betreffenden sind. Die haben sie oft in Nachrufen sehr sporadisch nur verzeichnet. Also das ist eine sehr wichtige Quelle. Hier Otenio Abel habe ich Ihnen, der ist auch bekannt. Und den Abschluss bilden die sogenannten Promotionsprotokolle. Die wurden und werden auch heute noch übrigens vom Rektorat ganz zentral geführt.
die Promotionskanzlei, die direkt dem Rektor unterstellt ist, stellt diese Promotionsprotokolle zusammen. Und Sie haben auch von Ihnen rechts gesehen, am Tag der Promotion die Unterschrift des frisch gebackenen Doktors. Als Bild habe ich Ihnen den Egon von Schweidler gebracht, eine heute, ich glaube, vergessene Persönlichkeit, die aber am Beginn des 20. Jahrhunderts sehr intensiv sich mit der Erforschung des Radiums gemeinsam mit Rutherford und Curie beschäftigt hat, auch eine erste Formel über den Zerfall des Radiums, den radioaktiven Zerfall erstellt hat. Gehen weiter von den Akten des Doktorats zu den Akten, wo man die akademische Laufbahn von Professoren am besten verfolgen kann. Das sind Personalakten, wobei ich hier jedem Forschenden unbedingt den Ratschlag geben möchte, auch den Bestand von Kultus und Unterricht im österreichischen Staatsarchiv durchzusehen, denn die Personalakten im Universitätsarchiv und diejenigen im Staatsarchiv sind zwar ähnlich, aber nicht völlig deckungsgleich. Das erklärt sich daraus, dass die universitären Personalakten mehr den Zusammenhang zwischen dem Professor und seiner Fakultät oder gar dem Rektorat behandeln und die im Staatsarchiv gelagerten Bestände eher die Beziehung des Professors zum Ministerium für Kultus und Unterricht widerspiegeln. Also diese Zweigleisigkeit bei Forschungen über Professoren bitte zu beachten. Beispiel habe ich Ihnen aus unserem Bildarchiv den Julius Wagner Jaurig, möchte ich Ihnen vorzeigen. Ein eher besonderer Bestand sind sogenannte, so nennen wir sie, Personalblätter. Was ist das? Das sind einheitlich vom Rektorat der Universität Wien geführte eben Personalblätter, die an die einzelnen Professoren, auch Dozenten, ausgegeben wurden, die dann ihre Eintragungen gemacht haben. Decken sich zum Teil mit den zuvor vorgestellten Personalakten, haben aber ein ganz wichtiges Detail. Es ist nämlich ein Feld vorgesehen, wichtigste Publikationen des Betreffenden. Und die sind besonders wertvoll, weil die betreffenden Persönlichkeiten auch unselbstständige Literatur, also Aufsätze, verzeichnet haben, die sie sonst wahrscheinlich auch in Nachrufen nicht so ohne weiteres finden. Also für die Erstellung von Personalbibliografien ist diese Quellenart von eminenter Bedeutung, wie ich glaube. Zum Abschluss komme ich schon langsam. Ich habe ja angekündigt, in meinem Referat auch kurz über Nachlässe zu sprechen. Nachlässe sind ja eigentlich ein Sammlungsgut, das sich halt auch in Archiven, genauso aber in Bibliotheken und anderen Institutionen oder Museen finden lässt. Nachlässe sind insofern sehr bedeutsam, als sie natürlich in den persönlichen Bereich eines Forschers wiedergeben, Einblick geben in diese persönlichen Bereiche, vor allem aber sein personelles Umfeld darstellen. Ja, da kann man also sehr gut Forscherbeziehungen zu einem gewissen Zeitpunkt oder auch über einen gewissen Zeitraum verfolgen. Als Beispiel habe ich Ihnen den Personalakt des Eduard Süß genommen.
der sehr bedeutsam ist, ist aus zwei Ständen mehr oder minder zusammengewachsen. Zum einen aus Briefen an den berühmten Geologen Eduard Süß aus den späten 80er, 90er Jahren des 19. Jahrhunderts, zum Teil bis ins 20. Jahrhundert reichen, wo man also sieht, dass die Bedeutung dieses Mannes, weil da sehr viele international renommierte Geologen ihm geschrieben haben von ihren Beobachtungen. Und zum Zweiten haben Nachkommen von Eduard Süß, also seine Urenkel, uns ziemlich viele auch dreidimensionale Objekte zukommen lassen, was also sehr dankenswert entgegengenommen wurde. Ganz zum Abschluss noch einige wenige Worte über unser Fotoarchiv, dessen etwas Gott wie groß ist, besteht primär aus Aufnahmen von Gebäuden und Gebäudeensembles. Noch wichtiger allerdings sind die Forscherporträts, die sich in diesem Fotoarchiv befinden. Zum Beispiel habe ich Ihnen den seinerzeit berühmten Romanisten Adolf Musafir vorgestellt, von dem sich auch ein Fotoalbum aus dem Jahr 1890 bei uns erhalten hat, das allerdings nicht sehr prächtig ist, aber natürlich auch das Umfeld des Romanisten zeigt, weil da Schüler und Kollegen dabei sind. Ein schöneres Fotoalbum habe ich hier, das ist das Fotoalbum für Eduard Süß aus dem Jahr 1901, anlässlich seiner Emeritierung. Er war damals genau 70 Jahre alt, ist 1831 geboren. Und wie Sie sehen, ist das auch kunsthistorisch von einiger Bedeutung, sind rund 350 Porträtfotografien von Süß-Schülern und Kollegen, nicht nur Fachkollegen, auch von anderen Gebieten sind Vertreter da dabei. Also ein wirklich schön, sehr schönes Fotoalbum, dessen Besitz uns mit einigen Stolz und Freude erfüllt. Ja, ich danke für Ihre Aufmerksamkeit, schließe damit.